Vor einem Jahr zogen die Piraten ins Berliner Abgeordnetenhaus. Nach einem Jahr ist es natürlich Zeit, Bilanz zu ziehen. Zumal die Politfreibeuter offensichtlich es geschafft haben, auch in anderen Landtagen nicht nur sich zu etablieren, sondern auch beste Chancen haben, in den Deutschen Bundestag einzuziehen. Zumindest die Umfragen sprechen im Augenblick nicht dagegen. Wir haben im letzten Dreivierteljahr versucht, die Piraten sehr intensiv zu vermessen. Unser Forschungsprojekt, das von der Otto-Brenner-Stiftung und der Hans-Böckler-Stiftung finanziert wird, hat erste Ergebnisse hervorgebracht und wird uns mit Sicherheit im nächsten halben Jahr noch weitere Ergebnisse liefern. Die Ergebnisse, die wir schon haben, sind in einem kleinen, aber sehr feinen Buch im Surkamp Verlag gerade erschienen. Alex Hensel, Franz Walter und ich hatten das Vergnügen, diese Schrift nun auf den Weg zu bringen. Ein Jahr ist aber auch der Punkt, an dem wir ein bisschen eben Bilanz hier im Block ziehen wollen. Und aus diesem Grunde haben wir gestern einen Aufruf gestartet, bei Twitter, bei Facebook, auf dem Blog, uns doch mal zu sagen, was eigentlich so aus einem Jahr Piratenpartei hängen bleibt. Mit ein paar der Argumenten und Positionen und auch Fragen, die aufgeworfen werden, werden Alex Hensel und ich uns jetzt heute ein bisschen beschäftigen. Und wie so oft, wenn es auf Piraten die Rede kommt, dann ist natürlich der erste Eindruck, der hängen geblieben ist über die Piraten, mit Sicherheit einer, der tief drin ist. Und da waren natürlich bestimmte Analogien zu den Grünen immer naheliegend, was natürlich damit zusammenhing, dass gerade in Berlin die Piraten in einer besonderen Form in Erscheinung traten. Und diese Art, das ist unser erster Punkt, der uns genannt wurde, dass die Parlamente und deren Mitglieder insbesondere Schwierigkeiten hatten, sich mit dem etwas nonkonformistischen Auftreten und dem Veröffentlichungswillen der Piraten, die ja Transparenz so groß geschrieben haben, schwer tun und dass sie sich daran reiben. Und da sei gerade Berlin das beste Beispiel für. Was halten wir denn von dieser These? Ich denke, das haben wir ganz ähnlich beobachtet. Vor allem in Berlin konnte man ganz stark sehen, dass Piraten doch einige Probleme hatten, ihre Prinzipien und ihre Werte, auch ihre Kultur an den parlamentarischen und auch an den medialen Betrieb anzupassen. Also wir hatten mehrere Skandale um das Aussehen der Piraten im Parlament, ihr Auftreten im Parlament. Aber das waren sicherlich nur Oberflächlichkeiten, sondern im Kern ging es darum, dass die Piraten sich erst hineinfinden mussten in den parlamentarischen Alltag, gerade weil sie diese Prinzipien vertreten, die du gerade angesprochen hast, vor allem das Prinzip der Transparenz, haben sie natürlich damit einige Probleme gehabt. Zum Beispiel das Schmieden von oppositionellen Bündnissen wird eben ungleich schwieriger, wenn man sagt, man will das eben alles transparent, offen und am besten im Livestream im Internet machen. Die Frage, die sich jetzt für Berlin stellt, ist, was ist mit den Piraten ein Jahr nach ihrem Einzug ins Parlament? Ist der Hype vorbei? Das war die Frage, die wir eben im Blog und auf Facebook gestellt haben. Dazu hat uns ein Nutzer geantwortet. Dieser schreibt, der mediale Hype der Piraten hat freilich für einen viel zu raschen Erfolg gesorgt, in dessen Genuss die Piraten es versäumt haben, ihre tatsächlich erfolgsversprechenden Konzepte zu konsolidieren. Nun sind sie, also die Piraten, Opfer ihres eigenen Hypes. Dieser Fahrstuhl führt ebenso schnell nach oben wie nach unten. Stefan, würdest du das auch so beurteilen? Naja, medialer Hype ist mit Sicherheit etwas, was wir in den letzten Jahren bei einer Reihe von Parteien gesehen haben. Das ist gar nicht so lange her. Da wähnte sich die FDP auf dem besten Wege zu 18%. Wir haben die Linken erlebt, die einen Höhenflug hatten. Wir hatten auch Zeiten, wo die CDU sich Chancen auf absolute Mehrheiten sehr zu Recht ausgerechnet hat. In der Tat ist die Wählerschaft flüchtiger und die Besonderheit bei den Piraten, und da das wirklich bedeutend ist, der Großteil der Wähler der Piraten gibt an, sie haben die Partei aus Unzufriedenheit mit den anderen Parteien gewählt. Das heißt, wir haben einen Schwemmsand von Protestwählern, die sagen, wir wählen erstmal gegen die anderen Parteien und haben uns erstmal für die Piraten entschieden. Das Interessante ist, ob es dieser Partei wirklich gelingt, diesen Schwemmsand dauerhaft zu stabilisieren. Dafür müsste sie Angebote schaffen und muss natürlich auch die widersprüchlichen Hoffnungen, die auf sie projiziert werden, an der einen oder anderen Stelle möglicherweise enttäuschen. Und das ist natürlich genau das Problem, in das die Piraten jetzt reingeraten. Es ist eine erhöhte mediale Aufmerksamkeit, die der Partei natürlich zuteil wird, seit sie in Parlamenten sitzt. Und wo auch so ein paar der Merkwürdigkeiten und Besonderheiten, die eine so junge Partei ja mitbringt, eventuell nicht mehr gutiert werden, sondern auf einmal sehr kritisch hinterfragt werden. Insofern stehen die Piraten gerade doch an einem Scheideweg, wie sie ihren eigenen demokratischen Anspruch, aber auch ihren programmatischen Anspruch eigentlich in nächster Zeit einlösen werden. Und wenn man das sich anschaut, die zwei Ansprüche, die an die Partei gestellt werden, also das Programmatische, aber auch eben dieser Punkt Erneuerung der Demokratie, was sie ja
versprechen, dann ist es ja gerade für uns als Institut für Demokratieforschung ja eine hochspannende Frage. Und ein Nutzer hat das im Prinzip ja auch aufgegriffen und hat gesagt, wo befinden sich eigentlich die Grenzen der Demokratie für die Piraten und welche Eckpfeiler und Leitplanken ziehen die Piraten da eigentlich ein? Ich denke, dass die Piraten zum Thema Demokratie ein teilweise doch recht schwieriges Verhältnis haben. Zum einen ist, wie du gerade gesagt hast, Demokratie ein großer pragmatischer Punkt, vielleicht der wesentliche programmatische Punkt von der Piratenpartei. Sie wollen eine Erneuerung des demokratischen Systems, sie wollen mehr direkte Demokratie, sie wollen mehr Transparenz. Dennoch wirft eben das Verhältnis der Piraten zur Demokratie einige Fragen auf, nämlich zum Beispiel die Frage Klarheit von Verfahren. Das kann man oftmals zum Beispiel auf Veranstaltungen der Piraten auf Landesparteitagen oder Bundesparteitagen beobachten. Dort ist einfach schlicht nicht klar im Vorhinein, welches demokratische Verfahren dort eigentlich stattfinden würde und wie das durchgeführt wird. Verfahren werden auf dem Parteitag geändert und dergleichen. Das sorgt natürlich für Unsicherheit, nicht nur bei den Mitgliedern, sondern auch bei den Wählern. Ein anderes interessantes Thema ist das Politikerbild oder das Politikbild der Piratenpartei. Ein Nutzer hat uns auf Twitter geschrieben, die Piraten sind gekommen, um zu bleiben, aber ihr Politikbild ist fragwürdig. Er verweist dabei auf einen Blogpost von ihm selbst, wo er etwas über eben das Politikbild und auch über Führungsstrukturen von der Piratenpartei schreibt. Stefan, was meinst du zu diesem Thema? Naja, ich glaube, das Problem ist schon, dass die Partei, das hat man in den letzten Wochen und Monaten ja auch gesehen, ein doch sehr kritisches Verhältnis zu ihrer Führung hat, die einen Teil auch Führung ablehnt. Also eine Partei, die in großem Maße Basisdemokratie betont, aber die natürlich Gefahr läuft, dass sich jenseits dieser offiziell nicht vorhandenen Hierarchien eine informelle Hierarchie, ja eine Oligarchie möglicherweise ausbildet. Zum einen, das haben wir bei den Grünen schon beobachtet, früher und auch bis heute gibt es eine ganz klare Verlagerung hin in die Fraktion, insbesondere zur Berliner Abgeordnetenhausfraktion. Aber wir können auch auf den Parteitagen selber beobachten, dass es so etwas wie eine informelle Hierarchie gibt, die dort die Prozesse doch sehr zentral steuert. Und das ist nicht der demokratisch gewählte Bundesvorstand, sondern wir haben das noch nicht so ganz identifiziert, aber wir haben das Gefühl, dass da doch etwas drinsteckt, wo das Ideal der Partei mit ihrer Realität ein Stück weit in Widerspruch gerät. Und das ist natürlich jetzt das große Dilemma der Partei, weil sie merkt natürlich, dass sie sich mit jetzt 35.000 Mitgliedern ganz anders aufstellen muss, professionalisieren muss ein ganzes Stück. Aber jede Professionalisierung läuft natürlich Gefahr, formelle Hierarchien auszubilden und läuft auch Gefahr, eine Profanisierung der Partei zu betreiben. Denn vieles von dem, was den Charme der Piraten ausmacht, ist ja gerade dieses, dass sie so anders ist. Dass sie eben nicht mit formellen Hierarchien agiert. Und jetzt passiert eines, jetzt hat sie informelle Hierarchien, müsste eigentlich formellere Hierarchien möglicherweise, oder vielleicht auch nicht Hierarchien, aber formellere Strukturen, verbindlichere Strukturen, das, was du angesprochen hast mit den Wahlordnungen auch, müsste sie eigentlich einziehen. Aber dann wird hier ein Stück der Dynamik, des Charmes halt verloren gehen. Und dieses Dilemma, das kriegt sie im Augenblick, glaube ich, nicht so richtig aufgelöst. Und das führt ja dann auch immer dazu, dass wir immer wieder erleben, dass die Piraten doch im Kreuzfeuer der Öffentlichkeit stehen. Also wir erleben es jetzt dieser Tage wieder mit einer Buchveröffentlichung eines Bundesvorstandsmitgliedes, die sich als Autorin wohl nicht ganz zu Unrecht gegen Raubkopien im Internet wehrt. Aber das führt dann immer natürlich zu einer großen öffentlichen Welle im wahrsten Sinne des Wortes. Und jetzt hat uns ein Nutzer auch darauf hingewiesen, dass natürlich die mäßigenden Stimmen, also das, was eigentlich Piraten in Wirklichkeit sind, von den öffentlichkeitsherrschenden Medien ungern wiedergegeben wird. Mir hat mal ein Pirat bei einem Stammtisch gesagt, 90% von dem, was wir als Politikwissenschaftler über Piraten sagen würden, sei falsch. Also mit anderen Worten, es würde nur etwas an die Öffentlichkeit kommen, was gar nicht die Realität der Piraten ist. Ist das so, dass wir und auch andere die Piraten nicht in richtiger Form wahrnehmen, sondern auf so eine Sensationsgier aus sind? Ich denke, dass der Tweet, den du gerade angesprochen hast, der von einem Nutzer gekommen ist, auf zwei Sachen hinweist. Zum einen, natürlich liegen die Kommunikationsstrukturen der Piraten in besonderem Maße offen, sind offen im Internet und sind offen einsehbar, nicht nur für ein normales Publikum, sondern natürlich auch für die Medien, die dann besonders
dezidiert und besonders gezielt natürlich da einzelne Dinge herausgreifen können und diese skandalisieren können. Auf der anderen Seite, und das zeigt sich in den letzten Monaten natürlich immer mal wieder, die Piraten reagieren eben genau auf diese Art von Kritik, auf die Kritik von Medien, auch auf die Kritik von anderen Politikern, sehr allergisch. Das heißt, suggerieren eben, dass mit ihnen besonders schlecht umgegangen wird, dass mit ihnen irgendwie unfair umgegangen wird. Dabei läuft die Piratenpartei natürlich Gefahr, eben in so eine für ja auch bei den etablierten Parteien relativ verbreitete Meckerei über Medien und über die Öffentlichkeit hineinzurutschen. Das könnte natürlich langfristig für die Partei ein Problem werden, weil sie damit natürlich auch die von dir gerade schon angesprochene Andersartigkeit und auch ihren alternativen Charakter eventuell weiter verliert und eben sozusagen mehr und mehr als Teil des politischen etablierten Systems wahrgenommen werden wird. Ja, wir sehen also nach einem Jahr Piratenpartei im Berliner Abgeordnetenhaus und ein Jahr vor der Bundestagswahl 2013 eine Partei, die immer noch doch einiges an Fragezeichen lässt und die vor allen Dingen vor einer ganzen Reihe sehr spannender, möglicherweise auch Richtungsentscheidungen steht, die uns im nächsten halben, dreiviertel Jahr mit Sicherheit noch mal ganz häufig begegnen wird, ehe es dann natürlich auf die heiße Phase zur Bundestagswahl gehen wird. Es wird abzuwarten sein, wie die Piratenpartei sich weiterentwickelt. Wir freuen uns über weitere Anmerkungen, Anregungen, Hinweise und natürlich auch kritische Kommentare, denn wie schon gesagt, möglicherweise decken wir nur einen Teil dessen ab und können nur einen Teil dessen erfassen, was doch die Vielfalt und Vielschichtigkeit der Piratenpartei ausmacht. Wir glauben aber, und Einzelheiten, ich kann nochmal auf den Werbeblock darauf hinweisen, finden sich in dem Surkamp-Buch von Franz Walter, Alex Hensel und mir auch nochmal. Ich glaube, haben die Partei schon relativ gut im Blick und sind gespannt, was uns die nächsten Wochen und Monate bieten.